Willkommen zurück. Ich habe in der letzten Folge versprochen, dass ich nochmal genauer auf die Begriffe Roguelike und Metroidvania eingehen werde. Rogue bedeutet übersetzt Schurke, hat damit aber an sich nichts zu tun, sondern so hieß nun zufällig ein Spiel, was 1980 von der Universität in Kalifornien entwickelt wurde. Das Spielprinzip basiert dabei auf dem Fakt, dass es keine Speicherpunkte oder Checkpoints gibt. Das klingt jetzt zunächst vielleicht ein bisschen frustrierend für die Spieler, doch die Motivation, aus Fehlern zu lernen und das nächste Mal besser zu machen, ist nicht zu unterschätzen. Mit der wachsenden Erfahrung lernt der Spieler, welche Charakterverbesserungen tatsächlich sinnvoll sind, und die prozedural generierte Welt sorgt dabei für die richtige Abwechslung. Heißt so vom Motto, im ersten Durchlauf finde ich vielleicht ein Schwert, was sehr gut funktioniert, und im zweiten allerdings dann einen Bogen, worauf sich der Spieler dann entsprechend anpassen muss auf die jeweilige Situation. Er wird dann auch falsche Entscheidungen treffen, die er das nächste Mal eben besser machen wird. Bekannte Vertreter des Roguelike-Genres sind Binding of Isaac, Spelunky, FTL oder Hades. Letzteres wurde gerade letztes Jahr vom Game Award als bestes Indie-Spiel und als bestes Action-Spiel ausgezeichnet. Yes, carry on everyone, don't mind me. Kommen wir nun zu der Genre-Bezeichnung Metroidvania. Metroidvania ist eine Wortzusammensetzung aus den beiden Titeln Metroid von Nintendo und Castlevania von Konami. Da sie beide 1986 erschienen sind, schreibt man ihnen beiden zu, die Gründer des Genres zu sein. In beiden Spielen wird der Spieler mit Passagen konfrontiert, die er noch nicht betreten kann. So wie mein Lieblingsspiel God of War. Dort gibt es immer wieder gewisse Spiegel, die noch nicht geöffnet werden dürfen, was auch mit in die Geschichte verworren ist. Erst später findet man einen Meißel, womit man diese Spiegel brechen kann, um dann die dahinterliegende Kammer betreten zu können. Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Doch jetzt zurück zu Returnal. Wir kommen zurück. Springen ein bisschen rum. Ah, jetzt sind wir ja bei dem Shop angekommen. Ich habe ja 387 Obolith. Technologie entdeckt, die neue Geräte hervorbringt. Es ist wahrscheinlich, dass es irgendwie reagiert, wenn genug Obolith platziert wurde. Kooperation mit anderen Scouts ist empfehlenswert. Klingt wie eine Bank, aber muss ich anscheinend für online gehen? Ich weiß auch gar nicht, warum mein Online-Modus nicht funktioniert. Guck ich vielleicht später nochmal nach. So, und jetzt kann ich hier den Shop starten. Das Ding kostet 150, repariere eine signifikante Menge Unversehrtheit, brauche ich nicht so wirklich, gewährt eine enorme Menge Waffenleistung. Das wäre wieder interessant. Bei niedriger Unversehrtheit repariert sich der Anzug nach und nach von selbst. Boah! Das ist ein Anzugeffekt. Brauche ich nur noch 13 für, das ist tatsächlich cool. Bei niedriger Unversehrtheit erhältst du plus 15% Waffenschaden. Ja, was bedeutet niedrige Unversehrtheit? Sind das jetzt 5% oder sind das 30%? Das finde ich, ist schwierig, also was zu definieren. Unversehrtheit Erweiterung. Erhöht maximal Unversehrtheit um 25%, kostet 325. Ich fand das hier. Ja, aber auch da. Was bedeutet niedrige Unversehrtheit? Ich glaube, ich erhöhe mal lieber mein Maximum. Ich kann ja auch später mal noch wieder hier zurücklaufen, wenn ich genug Obolith wieder gefunden habe. Aber auch das ist wieder nichts Permanentes. Wenn ich sterbe, ist es weg. Was ich hier gerade im Shop alles kaufen kann. Hinweise auf rudimentäre Xenotypsprache entdeckt. Xenoglyphenschrift. Momentan fehlen mir die Mittel, diese Xenoglyphe zu entziffern. Okay. Ja, so ein Punkt, damit ich noch nicht. Doch, kann ich schon benutzen? Okay. Damit kann ich nämlich zu früheren Punkten, die ich auch schon gefunden habe, hinspringen. Also mich hinteleportieren. Brauche ich jetzt aber nicht. Ah, da ist schon so eine Chiffre. Xenoglyphenschrift. Fragment der Xenotypsprache entdeckt. Aufsammeln. Und jetzt sollte ich das hier doch entschlüsseln können. Ja. Stimmt diese Übersetzung? Entrückte Brüder? Unerträgliches Leid? Mhm. Okay, und die zweite Ebene, Übersetzungsgenauigkeit 23%. Gesamtschiff in 1 von 2. Mhm. Okay, das heißt, ich muss dann einfach noch eine finden und dann hierher wieder zurückkommen. Aber hier, rote Energiewand, komme ich noch nicht durch. Markiere es auf der Karte. Ja,
Die sind schon echt... so Mistviecher. Die finde ich ganz schön stark. Oh. Na, oh. Ja. Da habe ich Kreis gedrückt, das God of War Kreis zum Aufheben von grünen Sachen. Hm. Das kann ich auch noch nicht nutzen. Obwohl so ein Obliegklumpen schon echt nice wäre. Ah, das kann ich auch einmal zeigen. Die Teile. Wenn ich da reingehe, saugt mich das nach oben. Und ich muss rausdashen. Das macht mir keinen Schaden, wenn das mich nach oben zieht. Ich weiß nicht, ob ich Schaden bekomme, wenn ich ganz oben angekommen bin. Aber das kann man wohl ganz gut nutzen. Das habe ich dann bei Simon gesehen, als er das angespielt hat. Dass man das nutzen kann, um eben an obere... an höhere Orte zu gelangen und dort den Loot aufzunehmen. Hier sehe ich jetzt allerdings gerade nicht, wo mich das hinführen könnte. Ja, den Klumpen kann ich mir aufsparen. Für den kleinen, den nehme ich mit. Und dann möchte ich aber dahin die blaue Tür öffnen. Die dunkelblaue Tür. Hier kann ich jetzt sagen, also es ist jetzt ein Behälter, wo ein wertvoller Gegenstand drin sein können, drin ist, ist allerdings mit Schädlichkeit infiziert. Wahrscheinlichkeit für eine Fehlfunktion ist sehr hoch. Aber natürlich mache ich's. Eine neue Waffe! Ist zwar eine Pistole, aber der Stufe 2. Da sieht man jetzt, hier ist Stufe 2, denn... Hm? Stufe 2? Ich habe doch Leistungslevel erst 1. Weiß ich nicht. Die kann ich ja dann noch gar nicht aufnehmen, oder? Was wir wechseln, aber ich kann es nicht nutzen. Da unten ist auch ein Schloss. Abprallen. Ja, dann macht es ja keinen Sinn. Dann ich versuche das mal. Meine Waffe geht ja nicht verloren. Doch, kann ich auch nutzen. Ist vollkommen in Ordnung. Mal hier. Ja. Schädlich. Eine große Menge Oblied ist allerdings mit Schädlichkeit infiziert. Xenotech erforderlich. Mhm. Ja, ich behalte mal die Handfeuerwaffe. Level 2. Hier brauche ich auch wieder irgendeine Xeno. Diese orangen Punkte. Und wenn ihr aufmerksam gewesen seid, habt ihr die auch schon hier und da am Level mal gesehen. Diese orangen Lichter. Ich habe ja auch sogar schon auf so eine große Kugel mal drauf geschossen. Fällt mir gerade ein in der letzten Folge. Sie trafen Schutzmaßnahmen. Das muss Jahrhunderte her sein. Hm. Ah, hier ist noch eine Truhe. Sprengschale. Ey, Sucherschwarm ist glaube ich schon. Ich war immer für zwei Waffe. So, dann ist da noch ein blauer Raum. Ich nehme immer erst die dunkelblauen Räume, bevor ich diese Türkisen nutze, um da weiterzukommen, denn ich weiß ja, diese dunkelblauen, das ist eine Sackgasse und bringt irgendein cooles Ereignis mit sich. Alter! Geilo. Hm. Setz Verbrauchsgüter. Achso, das heißt... Ah, okay, jetzt kriege ich meine Fehlfunktion ja weg, indem ich Verbrauchsgüter einsetze. So, schnell nutzen. Aufnehmen. Sonst war hier nichts, ne? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt aufgenommen habe. Da, doch. Schlüssel, okay. Wieder ein Klumpen, den ich nicht aufnehmen kann. Hier kann ich mal Schlüssel direkt mal benutzen. Warum aufsparen? Ich kann es natürlich aufsparen, aber warum sollte ich? Denn wenn ich dann nachher sterbe, dann sterbe ich mit 3 Schlüsseln in der Hand. Das ist natürlich Quatsch.
Das erhöht jetzt, glaube ich, wieder meine maximale Gesundheit, oder? Nee. Ach so, genau. Jetzt brauche ich noch ein Ding, damit meine maximale Gesundheit krasser ist. Habe ich jetzt zwei Türen zur Auswahl? Der Run, der lief ganz gut bisher. Aber viel gekämpft wurde jetzt auch nicht unbedingt. Neue Waffe. Warum ist da bei dem zweiten Ding bei Abprallen und Flintenlaufgeschoss so ein Schloss? Und das ist ausgegraut. Aber Spuckmauerblase will ich erstmal ausprobieren. Oh. Kampf? Oh shit. Erstmal untouched. Ah, da ist ein dunkler Bauerraum. Kleine Lebensform entdeckt. Scheint zahm. Hat sich parasitär an meinen Arm geheftet. Aber nicht gefährlich. Irgendwie stärkt und schwächt sie meinen Anzug. Parasiten haben sowohl positive als auch negative Effekte auf deinen Anzug. Drücke das hier. Okay, gucken wir mal. Tiefe Stürze schaden dir und Gegner hinterlassen häufig Bergungsgut. Ja, okay. Jetzt ist wieder die Frage, was bedeutet tief? Tiefe Stürze. Weiß ich nicht. Kann ich vielleicht teleportieren, aber will ich grad nicht. Boah. Da unten. Ja, jetzt hier mit so einer Shotgun zu fahren, das ist natürlich auch nicht das Beste. Auch voll daneben. Weg, weg, weg. Nein! Nein, weg! Oh, hier ist viel zu offen. Mann. Ich habe auch noch keinen Nahkampf. Warum habe ich die Shotgun genommen? Warum habe ich die Pistole nicht behalten? Trottel. Komm, bleib stehen. Ja. Ja, ich warte mal kurz ab, bis es wieder... Ach, da hinten sind ja auch noch Gegner. Oh, sogar noch viele. Schlüssel. Okay. Guck ich mir das rote Ding hier an. Ja, ey, ich will nicht mehr die Schrotflinte haben. Ah, jetzt komme ich hier hoch. Mit Hilfe des Dings. Ja, cool. Ich hole mir noch die Heilung da hinten. Da unten. Ah, nee, die ist hinter... Nee, doch, genau, die ist hier hinter Rang versteckt, die ich noch nicht aufkriege. Das heißt erstmal hier... Und im blauen Teil. Das ist der Rekonstruktor. Damit kann ich... Hier kann ich jetzt 6 Äther hinterlassen.
um dafür hier ein Backup-Leben liegen zu lassen. Das heißt, wenn ich dann sterbe, dann ist nicht mein ganzer Fortschritt weg, sondern ich komme wieder in dieser Rekonstruktionskammer. Ah, okay, das ist also der... Das ist also die entsprechende Höhe. 3 Kisten. Ja, wertvolle Gegenstände. Ja, behalte ich doch einfach. Vorbei, das ist wieder ein neuer Waffentyp, ne? Ne, spuck mal Blaster, das ist die Schrotflinte. Hat keinen Sinn, solange ich noch keinen Nahkampf habe. Warum soll ich das nehmen? Ah, Level 2, spuck mal Blaster. Mann. Warum finde ich denn auch nur Waffen? Ja, Pistole nehme ich. Irgendwie Verbrauchsgüter wäre mal cool, damit ich auch da oben diesen Gegner hinterlassen beim Sterben Säurepfützen zurück wegkriege. Ich habe auch recht wenig Leben, ey. Ist nicht cool. Oh. Aber da hinten, da war ja noch was. Da noch mal hin. Ja. Hier, warte mal. Ah, fast Level 2. In den Dingern können auch manchmal Parasiten drin sein, die ich dann aufnehmen kann. Also Parasiten sind halt die Dinger immer ein Positives und was Negatives. Zufälliges Ding gegen 75 Obliten. Mal schauen, was kommt. Sieht nach Verbrauchsgegenstand aus. Ein Artefakt. Das Aufsammeln von Harz gewährt für den nächsten Angriff ein Schild. Was denn Harz? Was ist denn Harz? Ich verstehe gerade nicht, was denn da... Wie? Wieso ist das hier? Ich glaube, ich durchlebe meine Erinnerungen erneut. Nur nicht alle. Sie sind löchrig. Manche Stellen fehlen. Andere sind irgendwie künstlich. Aber ich weiß noch, wie es war, den Verstand zu verlieren. Hier gibt es keinen Trost. Keine Sicherheit. Der Astronaut folgt mir weiter. Der Astronaut. Okay, Astronaut habe ich auch schon. Ich glaube, so langsam verstehe ich, was mit spekulative Fiktion gemeint war. Echt crazy aus, die einfach so ein Haus hinzustellen. Oh. Mann! Bisschen vorsichtiger. Ich spiele gerade mal ein bisschen vorsichtiger. Die Schulter wechseln? Nee. Manches Spiel kann man ja so die Schulter wechseln, um dann ein bisschen besser sehen zu können, wenn es dann um eine Linkskurve geht. Und dann trotzdem in Deckung zu bleiben. Also nehmen wir viele, mir werden den Gegner auch unten auf der Minimap angezeigt. Fast wäre ich da reingelaufen, ich Trottel. Okay, mal kurz hier die Waffe angucken. Boah! Schockstrom, kritischer Treffen. Ah, okay, das heißt wahrscheinlich. Dabei abprallen habe ich jetzt 40%.
wenn ich mit der Waffe spiele, dann schalte ich da weitere Perks frei. Hier zum Beispiel einen kritischen Treffer. Wahrscheinlich so passive Aktivierungen, passive Fähigkeiten. Ach, Heilung. Ist da unten was? Nein, es ist wieder hinter so einem Teil. Krise. Alter. Da ist ja noch ein Gegner. Oh, hätte der mich jetzt einfach hinterrücks erwischt. Oh, das könnte ein Reparaturkit sein. Ich warte mal kurz, bis die Pfütze weg ist. Dann hole ich mir das. Transportiert dich an einen unbekannten Ort? Das klingt ja spannend, ey. Das würde ich gerne machen, sobald ich ein bisschen mehr Leben wieder habe. Ist da oben noch was? Wie komme ich da hoch? Hier lang. Ah, hier hätte ich jetzt auch diese Liane nutzen können dafür. Das kann ich doch kaputt machen, oder? Ja. Infiziert allerdings mit Schädlichkeit. Ja, ich nehme es auf. Ich könnte es jetzt auch reinigen mit Äther, aber Äther ist mir zu wertvoll. Oh, nichts passiert. Sehr cool. Schild des Ruptor-Datenwürfel. Platziere es auf einem passenden Gerät und dieses Gegenstandsschema für zukünftige Zyklen freizuschalten. Das kenne ich, glaube ich, auch noch. Da ist jetzt über meinen Ressourcen unten rechts bei der Minimap ist jetzt dieser grüne Würfel aufgetaucht. Den muss ich jetzt zu... Ich kann mal kurz im Tutorial gucken, wie die Dinge aussehen. Hier. Diese Datenwürfel muss ich zu Datenwürfelprozessoren bringen. Damit bestimmte Gegenstände... Also ich kriege da nicht den Gegenstand. Sondern, hier sieht man jetzt so ein Prozessor-Ding. Habe ich bisher noch nicht gesehen, konnte ich bisher noch nicht machen. Ach doch, ich bekomme anscheinend doch so eins. Aber das ist dann ein neuer Gegenstand, den ich im Zyklus bekommen kann. Auch in späteren. Was in der Tat einfach ziemlich cool ist. Das ist wahrscheinlich auch der Sinn, dass es dann immer besser wird, dass man dann immer besser und weiter vorankommt. Außer... Ich weiß gerade leider nicht mehr, kann ich mich zum Heilding teleportieren? Weiß ich ja nicht, ich sehe die ja nicht. Das ist halt schade, ich würde mich gerne ein bisschen mal heilen, um dann mein Verbrauchsitem einzusetzen. Pegel 3. Oh, das Teil. Boah, das ist der starke Typ. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Schiss. Ich warte einfach, bis mein Schaft wieder aufgeladen ist. Solange kalte ich den ein bisschen. Ja, stirb. Jawohl. Boah, wisst ihr noch, das war das Teil, was mich in der letzten Folge direkt am Anfang ordentlich verprügelt hat. Nee, da wollte ich mal Level 3. Oh, das mit dem Schock-Ding, der alternative Feuermodus von der Waffe, der ist ja richtig gut. Ah, ein Schiffle. Oh, zwei. Dann kann ich mich ja gleich zu der anderen Schiff wieder zurück teleportieren. Und das mal nutzen. Da oben hoch, da komme ich wohl nur hoch, wenn ich dieses permanente Item habe, damit ich dann mich irgendwie von hier nach da vielleicht eine Brücke erstellen kann oder mich hinwarpen kann, irgendwie sowas.
Ach, Heilung. Sehr gut. Und da unten ist eine blaue Tür. Was gibt es hier? Boah, so eine große Kammer finde ich immer, hat direkt so Boss-Feeling, aber ich glaube nicht, dass es hier jetzt tatsächlich Boss-Gegner gibt. Hausschlüssel! Ich kann jetzt zurück zum Haus und da rein! Kommt der hierher? Mhm. Bäh, widerlich mit den Parasiten hier am Arm. Okay, ich will jetzt zuerst zum Haus. Wo ist das nochmal gewesen? Da hinten. Kann ich mich auch... Ja, okay, teleportiere ich mich einfach hin, ein Stück. Ja. Oh, sieht das cool aus. Zerlegt in diese Einzelteile. Dieses Partikeleffekt. Also das Spiel ist auch generell einfach richtig schön. Die habe ich keine Ahnung, das kenne ich selber noch nicht. Krass. Genau wie ich es zurückgelassen habe. Unmöglich. Das ist so skurril. In diesem Ordner habe ich meine ersten Missionen festgehalten. Aber der gehört in die Archive des Mutterschiffs. Gemacht. Wie... Was ist denn hier? The Abduction of Zeus, Principle of Astrodynamics and Particle Mechanics, Mystery of the Cosmos. Hier zu Zeus, da fällt mir gerade ein, also das ist ja, die heißt ja Selene und, also Selene und ihr Schiff heißt Helios. Das sind zwei Geschwistergötter in der griechischen Mythologie. Selene ist die Göttin des Mondes und Helios der Gott der Sonne, der Sonnengott. Die sollte nicht offen sein. Kann ich jetzt das nochmal probieren? Nein. Ah, wie gut das auch aussieht hier mit den Lampen an der Wand. Also es ist komplett. Ich hätte es noch runtergefallen. Außer Equor Orbital Terminus. Equor kenne ich nicht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Angst. Oh, sieht das gruselig aus. Seltsame Markierungen. Unangenehm.
das zu bedeuten? Sollte ich mich daran erinnern? Boah. Neue Gegenstand freigeschaltet, Day wahrscheinlich. Ach, der Astronaut stand da. Astronautfigur, persönlicher Gegenstand. Es will dich nicht gehen lassen. Boah. Was? Wie komisch. Ich fühle mich lebenstechnisch jetzt eigentlich in der Lage, dass ich hier mal den... Oder kann ich das jetzt nicht nutzen? Ach, geht von hier aus wahrscheinlich nicht. Geh ich mal hier hin. Jetzt kann ich es benutzen. Einfach nur, kann ich die Karte öffnen? Nee, ich will noch rauschen. Ah, das geht weg! Nein! Oh, so viel verloren jetzt. Ah, naja. Ah, das war angenehmer, als ich dachte. Also, es war jetzt kein Gegner irgendwie da. Und jetzt ist auch mein Malus wieder weg. Das heißt, jetzt die Gegner hinterlassen jetzt nicht mehr diese komischen Pfützen. So, ich muss dahin. Ich könnte jetzt auch da die rote Tür, aber ich weiß schon, bei der roten Tür... Da ist jetzt kein Boss oder so. Ja, also da geht es Richtung Boss, aber da kann ich jetzt noch nicht lang, weil ich brauche noch einen Gegenstand vorher. Deswegen gehe ich da jetzt noch nicht lang. Okay. Da oben ist noch eine Heilung, wo ich nicht hinkomme. Genau. Vermutlich noch ein Teleportationsgerät, aber deutlich komplex. Beschädigten Roboter entdeckt. Hält. Potenzielles Werkzeug. Scheinbar gefahrlos benutzbar. Xenotyp Klingenwaffe. Erweitere Ausrüstung für späteren Einsatz. Und was wir damit anfangen können, das zeige ich dann in der nächsten Folge. Ciao!